Nee, kann ich. Oh, ist der gut. Oh ja. Ist der gut? Der war ziemlich gut, oder? Der war klasse. Boah, Alter Schwede, ich bin ein richtig guter Golfer. Ein bisschen lang. Ja, egal. So, hallo und herzlich willkommen bei der Hobbygolfer. Heute mal nicht alleine. Ich habe prominente Begleitung heute. Ich habe vom Heidegolfer, der YouTube-Kanal, den lieben Olaf an meiner Seite. Moin. Ich freue mich sehr. Ja. Das ist übrigens auch Matchplay Teil 2. Wir haben das Ganze aufgeteilt. Wir spielen zwei Matchplays hier heute, die Bahnen 1 bis 9. Das erste Matchplay, es war unglaublich spannend, sehr hochklassig zwischendurch. Nicht so oft, aber doch zwischendurch. Ja, ja, ja. Tatsächlich. Viel Wald, schaut es euch unbedingt an. Der Olaf lädt das Video dann hoch und ich linke euch das aber auch links und rechts und überall dann zwischendurch mal rein. Ja. Guckt unbedingt rein. Der Kanal lohnt sich sowieso, ist ein Top-Kanal. Golf, wie es sein soll, ganz ehrlich. Er hat immer noch einen Partner an der Seite, den lieben Markus, den wir an dieser Stelle auch mal grüßen hier. Genau. Und jetzt geht es darum für mich. Revanche. Es ist Revanche-Time. Nein, Spaß beiseite. Wir wollen einfach jetzt die Bahn 10 bis 18 spielen. Es geht wieder im Matchplay und ich habe einiges gut zu machen. Aber schaut euch die ersten 9 an, dann wisst ihr, was ich meine. In dem Sinne, viel Spaß. Viel Spaß. So, die Bahn 10 ist 353 Meter lang. Das ist ein Par 4. Und wir sind im Oktober. Es sind dann tatsächlich 8 Grad und es hat geregnet. Also wir haben schon beim ersten Matchplay festgestellt, die Bälle sind ungefähr 10 bis 20 Meter kürzer als sonst. Und ich starte mit meinem Eisen 4. Ja. Ja, war schön. Wo der auch immer hergekommen ist, ich weiß es noch nicht. Genau. Sehr schön. Schöner Abschlag. Ja. Hast ja aufgehoben für deinen Kanal alles, ne? Genau. Du machst es genau umgekehrt. Ja, jetzt fange ich an, so wie du. Okay. Aber du musst mir mal bitte eins kurz erklären. Das ist so etwas, dass ich bewundere das immer wieder, wie ihr das könnt. Machen viele, ich kann es nicht. Was denn? Stört dich das nicht, wenn ihr so nee. Abschlagt, dass das Ding da so zwischen dir und dem nee. Abschlag ist? Nee. Lustigerweise, so ein Dings hier, was hier liegt, das stört mich. Das stört dich. Das nehme ich weg. Okay. Aber hier, ich versuche tatsächlich, also möglichst weit links oder weit rechts da dran zu sein. Ja, ich habe das schon gesehen. Also interessant. Ja, aber der Schlag war Mist. Er ist weiter vorne, aber jetzt liegt er offen. Sportlich würde ich sagen, er ist durch den Baum durch. Das folgende Video wird euch präsentiert von golfaktiv.com. Golfaktiv.com, das ist das Online-Versandhaus für den Golfer und die Golferin. Schaut gerne mal rein, in dem Shop findet ihr alles, wirklich alles, was das Golferherz so begehrt. Vom Trolley hin zum Bag, über den Schläger, auch zur Kleidung und auch Liebhaber anderer Sportarten werden dort fündig werden. Golfaktiv.com. Okay, ist zweimal nicht geklappt. Aber jetzt. Ja, siehst du. In etwa so. Ja. Ah, er ist zu weit rechts. So, der Abschlag mit dem Eisen 4 war knapp 180 Meter lang. Bin ich natürlich sehr überrascht, sehr schön. Jetzt haben wir noch 170 Meter bis nach vorne. Ich lege den trotzdem nur mit dem Eisen 7 vor. Ja, siehst du, und da geht er wieder nach links. Liegt direkt an dem Bäumchen da. Am Baum, das wird interessant. Ja, leider. Teil. Ich hätte gesagt, so 155 zum Grün. Anfang Grün ist für dich 153. Ja, ich habe was gut zu machen, ne, nach den Schlägen.
Meistens klappt das ja richtig gut. Doch. Nein, der ist durch. Doch, der ist durch. Na, am Grün. Am Grün. Am Grün. Ignoriere die Fahne, hat super geklappt. Gerade so drüber. Aber alles drauf. Alles gut. Ich bin zufrieden, würde ich sagen. Im Ergebnis gut. Im Ergebnis gut. So. Für Fans deines Kanals, ich habe jetzt einen Chipper, aber ich habe den von Ping, nicht den von Callaway. Das ist der einzige Grund, warum ich mit Olaf spiele, weil der hat auch einen Chipper. So. Es muss ja aber auch gut werden, ne? Sonst wird es peinlich. Ah, der ist zu früh aufgekommen. Sagen, im Trockenen wäre der richtig gut gewesen. Ja, zu früh aufgekommen. Ja. Schade. Interessant ist ja, dadurch, dass das so nass ist, sieht man so ein paar Spuren. Genau, ne? Genau, du kannst dich so ein bisschen orientieren. Ne? Man kann sich, das stimmt aber mit meinem Gefühl überein. Ich habe ja jetzt eben per Aimpoint mal geguckt. Ist nutzt relativ, du machst du Aimpoint? Meistens, nicht immer. Aber gerade so, wenn es Richtung... Also wenn ich keinen Break sehe, ja, dann gucke ich mal, ob ich eins fühlen kann. So, jetzt ist, glaube ich, eher Tempo der entscheidende Faktor. Ja. Ja, aber nicht so schlecht. Der war okay. Durch die Nässe, finde ich, sind die auch ganz schwer einzuschätzen. Ja, ja. Ja gut, ein Meter fehlt hier noch. Das war kein schlechter Putt. Mal einen Weg oder geht's? Nein, das ist alles gut. Das ist alles Möchtest gut. du die Fahne bedient wissen? Das wär mir ein Vergnügen. Ja. Und wenn es wirklich dazu kommt, dass es gut ist, dass du sie rausziehst, dann bin ich stolz auf mich. Ja, dann trete ich sie weg. Das ist klar. Genau. Du musst eher auf deine Füße aufpassen, glaube ich. Tor! Ja, da hat die Richtung nicht gestimmt. Tempo war gut. Ja, das Tempo war gut. So, bin ich nochmal dran, ne? Ja, jetzt noch drei Putts und dann wird es ein Allspare. Nein, ich möchte es ausleihen. Ich möchte ja einen Bogi spielen, du weißt doch, Bogi-Golfer. Ach stimmt, ja. Ich weiß gar nicht, gibt es einen YouTube-Kanal, der Bogi-Golfer heißt? Habe ich auch gerade überlegt, glaube nicht. Glaube nicht. Natürlich spielst du Bogey. Sehr schön, natürlich. Logisch. Eins auf. Ja. Oh, Olaf. Ja. Bei dir ist es dann die 8 geworden. 5 und 8. Eins auf. Okay. Es kommt einem bekannt vor. Ja, brauchen wir aber. Die Bahn 11 ist 347 Meter lang, sagt er mir irgendwie, 345, 347 und ist ein Dogleg nach links. Aber wie ihr wisst, ich möchte immer nur geradeaus spielen. Nee, tut aber nicht. Rechts rausgerollt. Da ist er. Du kennst den Platz doch. Die Bälle haben GPS. Das glaube ich dir nicht. Ich habe die schon in ganz anderen Ecken gesehen. Stimmt. Ja, so kenne ich dich. Schöner Abschlag. Okay, der Abschlag war nur 98 Meter lang, total verunglückt. Es geht jetzt nur darum, ein Layup zu spielen und ja, um das Dogleg rumzukommen, mehr oder weniger, Richtung Bunker. Wieder Dreck am Ball. Olaf, was ist dein Plan? Über die Bäume, rechts dran vorbei? Ja, im Idealfall knapp rechts dran vorbei. Erstmal vorlegen mit dem Wedge. Ja. Das ist einfach, alles andere macht keinen Sinn. Nicht wirklich.
Ein bisschen sehr hoch, aber... Nö, hast du genau richtig gemacht. Der ist schön auf dem Fairway. Ja, aber der hätte durchaus 30 Meter weiter gedurft. Ja, das stimmt. Das stimmt. So, ich habe jetzt noch 165 Meter bis da hinten runter. 175 zur Fahne. Ich nehme jetzt einfach nur ein Eisen 5. Ich möchte ihn eigentlich nur da irgendwo reinlegen. Wieder links. Sie sind alle links. Ich kann, weiß nicht warum. Da muss ich wohl noch einspielen, befürchte. Das ist ein dichter Wald und du triffst nicht einen Baum. Das ist unfassbar, oder? Ich meine, das muss man ja auch nochmal irgendwie als bemerkenswert positiv herausheben. Man muss jetzt in Flugrichtungen sind also locker 10 ja. Baumstämme. Und ja, hier sind jetzt, ich treffe keinen. Das so. Muss man auch erstmal können. Super, jetzt habe ich mir den auch noch ganz tief hier reingeworfen. Meine exklusiv wieder provisorisch. Das war jetzt auch so schwer. Ja, ja, und vom einen Rough ins nächste Rough jetzt hier. Naja. Richtig, das ist richtig dick. Ja, dadurch, dass das so nass ist, ist das natürlich noch viel, viel ekliger. Okay, 145. Ja. Und der ist ja wirklich da aufgekommen. Hops, nach links. Leute, der war ja so hoch, der ist sofort liegen geblieben. Ja, ja. So, 145 zur Fahne. Moment, wäre das ungefähr Hybrid? Aber nicht so. Der ist bunkergefährdet. Oder bleibt er davor? Jetzt da drin. Ist wahrscheinlich drin. Schade. So, wir nehmen jetzt mal das Eisen 9 hier. Es sind noch 120 bis Mitte. Der klang wieder grauslich. Ja, das ist dieser Ball, dieser Spezialball. Ja. Aber der liegt da, glaube ich, gar nicht so schlecht. Dieser Exklusivball ist furchtbar. Wirklich. So, wir haben Olaf im Bunker. Bridgestone. Das ist meiner. Hier werden sogar Bälle im Bunker gefunden. Das ist ja auch nicht schlecht. Ja. Aber wie man den verlieren kann, verstehe ich nicht. Ist aber rätselhaft. Gut. So, jetzt wird es interessant. Ist okay. Ja, mehr als das. So, das Loch ist für mich nahezu schon verloren. Trotzdem. Nicht so schlecht. Das sind so Putts, die finde ich schön. Weil hier so eine richtige Welle ist, an der man langspielen muss. Ja, du kannst dir zeigen, was du kannst. Ja. Na, ich mag sowas, aber ich spiele das total gern. Vorteil ist, da erwartet man auch nicht, dass er fällt. Nein. Ich warte zumindest, dass er ankommt. Oh, aber der war nicht schlecht. Also mit dem Tempo, mit dem nassen Rasen ist tatsächlich immer noch ein Problem. Absolut. Ist unglaublich schwer. Ist dann schon zu 8. Und bevor einer was über das Greenkeeping sagt, also jetzt den ganzen, bis heute Mittag hat es genieselt. Ja. Ist das völlig in Ordnung, dass das so ist. Das sehe ich auch so. Die spannende Frage ist, bleibe ich unter 10? Ja. Also ich habe doch keinen Bogey. Das war ein Doppelbogey. Ja, du hast die 6, ne? Ich habe die 6, ja. Ja. Und ich würde jetzt hier, wenn ich kann, die 9 spielen. Ist ja auch eine 6, nur halt andersrum. Ja, nur ein bisschen anders. Geschafft! Es. 160 Meter, Par 3. Ja. Die Bahn 12. Das ist das einzige Loch, wo Wasser ins Spiel kommt, ne?
Ah, stimmt, links vorne, genau. Ja. Deswegen lieber rechts verfehlen. Oh ja, ja, jetzt nochmal abgeprallt. Liegt aber noch am Rand. Ich würde sagen, der dürfte da rechts irgendwo am Rand liegen. Der ist noch da. Ja. Rechts verfehlen ist hier besser. Ja. Tja, ich gehe diese 160 Meter, die sind, wir haben aber Gegenwind, mal mit dem Eisen 6 an. Und das Ziel wäre mal nicht nach links zu spielen, sondern geradeaus zu spielen. Ist furchtbar. Bleib liegen! Ja, der ist zum Glück so schlecht, dass er liegen bleibt. Der wird gebremst. Ich falle immer. Den kannst du jetzt an die Fahne chippen und mit einem Tap in das Paar spielen. Ja, ein Chip, ein Putt. Genau. Ja. Genau spielen. So, schöne Situation. Fahne ungefähr 30, 35 Meter entfernt. Und ich habe ein schönes Biotop davor. Das macht die Sache jetzt nicht einfacher. Aber ich glaube daran, dass ich diese Schläge kann. Die kann ich. Oh, ist der gut. Oh ja. Ist der gut. Der war ziemlich gut, oder? Der war klasse. Boah, alter Schwede, ich bin ein richtig guter Golfer. Ein bisschen lang. Ja, egal. Gut, aber das ist meiner, ne? Davon gehe ich aus. Title ist eins, ja. Das ist deiner. So, Olaf zeigt uns jetzt mal, wie ein sehr guter, begnadeter Kurzspielgolfer aus dem starken Raff spielt. Das ist so wie John Rahm, so ein bisschen. Da müsste ich jetzt noch einen guten Kurzspielgolfer irgendwie besorgen. Du kannst das. Zieh. Stück her, zu kurz. Schade. Dann muss der halt rein. Oh Leute, der ist sehr stark. Der ist sehr stark. Oh, schade. Schade. Dass sie das Vorgrün, das ist fast schon Grünqualität. Ja, das muss man wirklich sagen. Also die Grünkomplexe hier sind gut. Ja. Und das ist auch so gemäht, das ist dann da vorne das Wintergrün da, das ist dann schon gut gemacht. Genau. Dann kannst du praktisch hier im Winter, obwohl du Wintergrüns hast, fast Grünqualität spielen. Fast die Platzlänge. Genau. Das ist schon top. Ja. So, es ist jetzt die Paarchance. Ich ziehe mir mal den Handschuh aus. Für Paarchancen ziehe ich sie mir sogar tatsächlich dann aus. Wow. Bei einer 9 lasse ich sie an. Ich habe nicht gewusst, dass du mit harten Bandagen spielst. Ja, jetzt wird es hart hier. Oh, hier ist ganz schön was drauf. Schwerer Putt. Schade. Lass mich gerade bitte markieren. Fahne rein, raus. Darf gerne raus. Vielen Dank. Genau, dann nehme ich wieder auch raus. Oh, das kann doch nicht sein, so ein Sissy-Putt. Den darfst du auch gerne zu Ende spielen, wenn du willst. Ja, also, oh, Junge. Das war tatsächlich verschenkt. Jetzt müsstest du ihn bitte daneben schieben, damit es alles quer bleibt. Okay. Nein, noch ihn. Komm. Ich bemühe mich, ihn reinzumachen. Dann würde ich das Loch 5-4 gewinnen, richtig? Ja. Schlimm genug. Ja, furchtbar. Ich habe es geschafft. Und die habe ich bei dir schon gesehen. Die machst du sicher. Die kriege ich hin. Also aus 10 cm bin ich ziemlich gut. Aber wir haben immer noch kein Paar auf Kamera. Nicht wirklich. Und das ist traurig. Das ist wirklich traurig. Wir stehen an Bahn 13. Die Bahn 13. Langes Paar 5. Boah, das sind dann mal 495 Meter auf der Uhr hier. Ich bleibe trotzdem meinem Eisen 4 treu und versuche das jetzt wieder geradeaus zu spielen. Was wieder geradeaus ist übrigens sehr schön. Ich habe es ja immer links gespielt. Ja, der war blitzsauber. Träumchen. Der ist genau in der Mitte. Ja. Fairway Divider. Yes!
Strike. Also, ja, war gut. Schuss. Richtig guter Schuss. Jo. Er ist zu hoch. Das kostet länger. Ist aber auf der rechten, auf der linken, auf der rechten Fairway-Seite. Ja. Ist aber da. Ja, ja. So, das Eisen 4 war jetzt nur so suboptimal, 148 Meter, 150, das ist aber völlig okay. Wir gehen mal mit dem Eisen 5 weiter, weil das ist ein paar 5. Und der muss eigentlich nur da hinten irgendwie auf der Bahn bleiben, bitte. Und wieder links. Oh, war der schlechteste Mann. Hinterm Bunker. Ist er dahinter? Ist hinterm Bunker dreimal gesprungen. Oh. So. Da ist so viel Platz hier. Oh ja. Aua. Ach du Scheiße. Bei der schrägen Birke nach rechts weg, ne? Aber 45 Grad Winkel. Ja, der hat ja so einen Bounce gekriegt, dass der gleich nach rechts abgebogen ist. Oh, verdammt. Findest du den? Den finden wir, ja, ja. So, ich habe hier ein Eisen 8, weil der so gefühlt ein bisschen aufgeteet ist. Die Profis würden dafür Erleichterung kriegen, weil die stellen sich jetzt so hin, dass sie da irgendwie draufstehen. Ja, mir ist das egal. Sehr schön. Das hast du sogar richtig gut gemacht. Ja, der sollte auch ungefähr dahin. Also ein bisschen höher im Flug, aber ja, das war gut. Grundsätzlich sollte er dahin. So, haben wir uns wieder selber in Probleme gebracht. 226 Meter sind es noch. Ich nehme jetzt einfach nur ein Eisen 8, um den Versuch ins Spiel zu kriegen wieder. Im Durchschwung bin ich oben. Ja, der liegt da, ganz nicht schlecht. Das ist das, was wir vorhin gesagt haben, das hattest du auch. Ja. Bin im Aufschwung dann hier oben in diese Geäste reingekommen. Und das ist dann so wie so ein... Ja, das lenkt einen irgendwie ab. Genau, aber wie Panik. Aber dafür war der Ballkontakt gut. Du liegst wieder im Rough, das kennst du. Ja. So, Olaf, verrat uns mal deinen Matchplan. Ja, den kann ich dir gleich sagen, wenn ich weiß, wie weit das ist. Geschätzte 130 Meter wahrscheinlich. Ja, 136 ist die Fahne. Okay, dann steckt sie so mittig. Das wäre im normalen Leben für mich ein Eisen 7. Okay. Bei der Kälte und so wie ich mich gerade bewege, ist es eher ein Eisen 6. Ja. Wobei wir Wind, naja, da. Also ich würde schon links von der Fahne anhalten. Der hohe Baum da, das wäre so das Ziel. Und wenn er eine kleine Rechtskurve macht, okay. Und wenn nicht, ist auch okay. Sehr schön. In etwa so. Musste zu früh nach rechts. Genau, hätte etwas weiter länger links bleiben müssen. Ja. An sich war aber genau das, was du vorhattest. Hast du vor? Erzähl. Ja, pass auf, sage ich dir. Ich habe jetzt 88 Meter bis zur Fahne. Ich habe hier mein Sandwich, 56 Grad in der Hand. Und ich möchte den ungefähr so 3 Meter links von der Fahne anhalten. Einfach nur Mitte grün. Der war zu fett, der ist zu kurz. Und die Richtung hat gestimmt. Ja, die Richtung hat gestimmt. Ich habe hier den halben Platz mitgenommen hier. Ey, du haust aber auch wirklich Divots raus, das ist irre. Ich drehe mich nicht. Ich komme so steil in den Ball, das ist brutal. Siehst du ja, dadurch komme ich so unglaublich tief. Schlecht. Und da sind die Ballkontakte natürlich auch schlecht. Ja. So, jetzt haben wir es tatsächlich geschafft, nochmal uns irgendwie 20 Meter überzulassen hier. Aber okay, das ist jetzt so eine Länge, die kann ich eigentlich ganz gut. Ein ganz lockerer Chip. Oh, ist sehr schön. Geh rein.
Das war aber auch der ultimative Lucky Bounce, oder? Ja, das war gewollt. Ja, natürlich, so wollte ich das, ist ja klar. Ich habe ungefähr so viel Rough wie Grün vor mir. Ja, das stimmt. Das macht es interessant. Oh ja, komm. Ist zu lang. Komm. Stopp, stopp, stopp. Ja, dann patte ich zuerst und zeige dir die Linie. Das ist jetzt so eine Situation, wo ich dann gerne per Aimpoint mal gucke. Ja. Wie es sich hier verhält. Jetzt so sauber machen, wie so eine Sissi mache ich nicht. Hallo, ich mache jetzt hier alle Tricks. Wie so eine Sissi. Ja, wer das nötig hat. Komm, geh rein. Oh nein. Schade, schöner Putt. Schade, schade, schade. Ah. Das ist genau dasselbe Break, was du auch hattest. Ja. Auch 7-7. 7-7. Geteilt. Eins auf weiter für dich, ne? Eins auf. Ja. Es bleibt spannend. So, die Bahn 14, 166 Meter. Ja, du hast die Restehre. Ich habe die Restehre, auch das noch. Na dann. Du hast einen Restehre. Restehre habe ich noch. Einen ganz kleinen Rest davon. Spannend finde ich hier die T-Box. Die ist ja mal locker 20 Meter breit. Ne? Okay, also hier hast du wirklich Auswahl, ne, wo du das Ding dann mal hinstellen willst. Diese Hosentasche ist so wie bei einer Frau eine Handtasche. Da sind so viele Sachen drin, dass ich dieses komische rote Teil nie wieder finde immer hier. Das ist eine Katastrophe. Ah. Deswegen habe ich tatsächlich, vielleicht zu Monk-mäßig, aber ich habe eine Sortierung in meinen Taschen. Okay. Rechts vorne Pitchgabel und Tees. Ja, du, ich habe ja auch mal eine Grundordnung. Ich habe jetzt nur noch dieses komische Tuch, damit ich die Linsen mal sauber machen kann drin. Das habe ich da normal nicht drin, aber bei dem Wetter dachte ich mir, wäre das vielleicht eine Alternative mal. Ja, das stimmt. Schlecht. Der ist aber sehr weit rechts. Ja, der war ganz furchtbar. Da muss ich. Mach's besser, Olaf. I try my very best. Der sieht gut aus. Der ist zu rechts. Ein Stück ja, zu rechts. Gut. Ja, kurz genug. Alles gut. Ihr könnt meinen Ball gerade nicht sehen, das weiß ich, aber. Vertraut mir, er liegt da. So. Boah, das ist jetzt aber auch wieder so ein Luxusschlag hier. Das war für die Position, bin ich damit extremst zufrieden. Mega. Ja, ja, bin ich richtig, mega zufrieden. Richtig mit. Schöner Schuss. Ja, also das muss ich danke, danke auch sagen. Das sind so diese Schläge, die mag ich so gar nicht. So ein halber Schwung. Ja, das ist auch schwer. So. Und dann aus dem dicken Zeugs raus. Ja. Genau. Oh, kommt von wegen aus dem dicken Zeugs raus. Jetzt ist ganz schwer. Ja, wenn du nicht sauber triffst, ist er meilenweit weg. Das habe ich die Lage nicht zwingend verbessert. Aber der Schlag war um Längen besser. Absolut. Der liegt schön. Gut gemacht, Olaf. Danke. So, wie kaum jemand anders es erwarten würde, kommt der Chipper natürlich zum Einsatz. Überraschung. Oh, du spielst einen Chipper? Oh, ja, ich stehe dazu.
Okay, war ein bisschen mutig. So, der Putt-Contest kann beginnen. Wir liegen beide auf 3. Ja. Jetzt geht's ums Bogey. Genau. Im Für den Bogey-Hobbygolfer. Ja, 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 ja. Das ist, Und im Matchplay liege ich einen auf. Noch. Ja, das kann, da kann jetzt das eine und das andere bei rauskommen. Genau. Aber die nassen Grüns machen es schon schwer. Also da hast du Glück gehabt, dass er das Ding da getroffen hat. Sonst wäre der meilenweit vorbeigelaufen. Sonst wäre rechts dann vorbeigelaufen. Ja, aber wenn du vorm Schlag schon die Ausreden suchst. Ja, nein. Das ist alles so, wie es ist. Es ist gut. Na gut, also ran. Die Maschine, da ist er. All square. Bogi! Sehr gut. Ja, wenn ich so einen Misthackschlag dazwischen hat, dann muss man das auch irgendwie wieder gut machen. Ja, das stimmt natürlich. Safe. Sehr gut. Ja, ich jag den jetzt Mitte Fairway oder so. Mal gucken. Bin selbst gespannt. Ja, so stelle ich mir die vor. Ja, der war auch gut getroffen. Der war wirklich genauso getroffen, ja, wie es wollte. Olaf, ein richtig guter war das. Das war ein Juter. Ich nehme jetzt auch noch mal das große Gestell in die Hand hier. Ich versuche ihn jetzt mir etwas mehr in die Finger zu legen. Das sollte dazu führen, dass er nicht so weit nach links geht. Kleine Technikstunde mit Corti. Ansonsten, ganz links kommt noch ein Fairway. Also als ich hier damals gespielt habe mit anderen Freunden, tatsächlich lag der drüben. Aber ich meine, das ist das nicht durchaus getrennt? Habe ich in der Platzregel nicht gelesen, weiß ich nicht genau. Egal, spiele ich ja eh nicht. Ich spiele eh geradeaus. Ja, also perfekt. Von daher egal. Siehst du, genau da wollte ich nicht hin. Ja, das ist das andere Fairway. Aber Fairway. Ja. Man trifft viel mehr Fairways, wenn man es nicht so eng sieht, welches. Ja, hallo, ich habe Fairway getroffen. 250 Meter. 256 Meter, ich würde sagen Eisen 7, Olaf, angreifen. Ja. Ja, nicht, dass das drüber geht. Ja, lieber kurz greifen, halber Schwung. Kurz greifen, halber Schwung, ja. Okay, also 5er Holz vorlegen. Ja, na klar. Um vielleicht mit dem dritten Richtung Grün zu kommen. Also Richtung gehen wir so. So, lass den Schläger die Arbeit machen. Ja, okay, das war anders gedacht, aber das Ergebnis ist okay. Im Resultat, Olaf, ist er in Ordnung. Da brauchst du keinen Shottracer, da reicht der Putt-Tracer. So, aber der Abschlag war 183 Meter, kurz oder lang, nur falsches Fairway allerdings. Ich lege jetzt mit dem 7er Eisen natürlich auch nur vor, keine Experimente. Ist mein Trolley im Weg? Nö, das ist okay. Das stört nicht. Mich stört nur mein Golfspiel. Ja. Der sollte zwar überhaupt nicht hin, aber es ist trotzdem alles gut gegangen. Also, es geht schlechter. 144 Meter, ein Eisen 7. Aber ordentlich Rückenwind, ne? Ja. Kurz gegriffen, halber Schwung, Olaf. Ja, ja. Das ist, ich hab so jetzt also wirklich jeglichen Rhythmus eingebüßt. Aber der liegt noch da, oder? Da liegt ein Ball, ja. Ja. Tatsächlich. Macht der Gewohnheit. Ich so. So. So, ich habe 128 zur Fahne. Ja. Ich würde auch ein Eisen 7 nehmen. Aber auch kurz gegriffen, halber Schwung bitte. Ja, mal gucken, was da rauskommt. Ganz schön Wind an der Fahne, siehst du das? Ja, eben deswegen. Ja. Und deswegen, ich will eigentlich links von der Fahne ja, ja. den Eingang, den Rentnereingang. Ja.
Und dann mal gucken. Ne, der ist zu fett. Und deswegen ist er in dem Fetten und das ist nicht gut. Da gehört er auch nicht hin. Da wollte ich nicht hin. Haben wir beide drei, ne? Ja. Und der Wind wird stärker, ne? Ja, genau. 64 Meter. Okay. Aber wir der nähern uns ja der 16. Perfekte Flyerlage. Ja, 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 leider. Deswegen Sandwich. Ich stehe auch ein bisschen über dem Ball, das ist ekelig. Ja. Dafür hast du es aber sehr gut gemacht, Olaf. Ah, ein bisschen lang. Ein Stück zu lang, aber der ist geblieben, alles gut. Ja, ja, aber trotzdem ein guter Schlag. Danke. So, haben wir wieder ein bisschen Bunker davor. Aber diese Dinger kann ich. Oh, der ist schön. Bisschen lang. Der ist richtig gut. Aber tatsächlich, diese Schläge, die kriege ich ganz gut geregelt. So, wo ich kein Tempo machen muss, sondern den einfach nur so. Sehr soft. Echt schön. Da. So, beide mit dem vierten auf dem Grün des Paar 5, die Bahn 15. So, dass ich natürlich jetzt hier so einen schönen Putten bergunter habe. Ja. Da frage ich mich immer, ob der Wind, wir haben jetzt richtig massiv Wind. Ja, hier ist richtig Wind. Ob das ja was ausmacht. Wo? Beim Putten? Ja. Ich glaube, bei den langsamen Grüns nicht, aber bei dem schnellen Grün? Ja, bei harten, schnellen Grüns im Sommer glaube ich schon. Kann das was ausmachen. Würdest ja du bitte die Fahne entfernen? Ja, natürlich. Ich kann sie dir auch bedienen, ganz wie du möchtest. Ja, oder bedienen. Bedienen ist gut, weil die hängt so nach vorne, habe ich den Eindruck. Also mit dem bin ich zufrieden, muss ich ehrlich sagen. Hast du gut gemacht, absolut. Da gibt es nichts. Also um zu siegen, muss ich lochen, weil... Ja, das stimmt. Mehr als einen wirst du jetzt nicht noch brauchen. Ist ein bisschen Gefälle drauf hier. Der sah lange gut aus. Schade. Zu 6. Geteilt, es bleibt all square. Yep. Es bleibt spannend, Olaf. Ja, und es war gut. Ja. So, Kamera läuft. Restehre mit Gegenwind, das mag ich ja. Ja, schlimm. So. Du siehst ihn? Nein. Da bei dem kleinen Bäumchen, aber ich glaube, da ist Platz. So, was zweimal nicht geklappt hat, könnte jetzt beim dritten Mal ja klappen. Mittlerweile echt ganz schön windig. Wieder links. Oh ja. Der ist ganz gerade geflogen. Ja, der liegt da an der Kante mittig, den finde ich. Da habe ich ein Problem. Das Fairway ist da getrennt, ne? Das da oben? Ja, ja, da hört Fairway auf. Wenn es blöd läuft, ist da nicht zwischen den drei kleinen Bäumchen. Ja, ja, wir gucken gleich mal. Ich gehe mal hier noch rüber. So. Oh, Junge, was machst du denn hier? Dann halt den nächsten. Wo ist er? Vorne rechts, man sieht ihn aber noch. Okay. Man sieht ihn noch. So. Was lerne ich daraus aus solchen Positionen? Bitte, lieber Sven, nimm kein Eisen 5, sondern nimm nur ein Eisen 9. Das könnte ja funktionieren. Ja. Leider ist er zu weit rechts.
Ja, aber der liegt da hinterm Hügel, den werden wir wohl finden. Ja. Ist noch so lang, ja. Das ist leider noch so lang, ja. Das ist 96 Meter noch. Ja. Sauber. Warum nicht gleich so? Ja. Du kannst es doch, Olaf. Ja, verstehe ich nicht. Pitching Wedge. 95 Meter bis grün anfangen. Ich habe hier aufgeteet praktisch. Lüneburger Heidegolf. Oh, bitte, über den Grunker noch. Ist leider im Bunker. Ja, oder kurz vorher liegen geblieben. 60 Meter, aber strammer Gegenwind. Das ist aber jetzt echt fies. Die Fahne steckt kurz. Also da bin ich lieber zu lang als zu kurz. Ja. Aber erstmal Hauptsache aufs Grün. Das wäre gut. Ach du Scheiße. Ich habe hier drunter durchgeschlagen, ne? Ja, also ich konnte das von da aus gut sehen. Du hast da wirklich klassisch drunter hergeschlagen. Ich bleibe jetzt mal beim Sandwich. Ja. Einfach damit es ein bisschen üben kann. Sieht gut aus. Oh yes. Ja, das ist gut. Habe ich jetzt wieder einen meiner üblichen Wedge-Shots. Ja, der hält nicht an, das war mir schon klar. Schade. Aber ein guter Schlag, bin zufrieden. Also hier meine Rollkurve sagt mir, ich muss rechts anhalten. Die Linie ist gut. Gut, den nehme ich, oder? Ja, ja. Schöner erster Putt, den zweiten hast du auch noch. Ja. So, jetzt sind wir wieder beide gleich. Genau. Es ist wieder ein Contest hier. Jawohl. Ich habe meinen Job gemacht. Zur sechs, ja. Und all square weiterhin. Eigentlich auch nicht. Die 6. Ja, auch 2. Ja. 160 die Fahne. 159 ist grün Mitte, also die Fahne steckt mittig drin. Ja. Aber das Grün ist ja unglaublich lang. Das Grün ist 25 Meter lang. Das Grün ist groß und 140 über den Bunker. Ja. Oh, ich habe richtig kalte Finger jetzt inzwischen. Ja, ich auch. Ich auch. Kamera läuft. Kamera ist schon. Ach, schon lange. Schon out of memory error. Oh Gott, das tut mir natürlich sehr leid. Das ja, 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 ist klar. Ja, leid, nicht weh. Das ist also. Ne? Das muss ich schon unterscheiden. Ich glaube, das Ding hat keine Ahnung, irgendwie 512 GB, das wird wohl reichen. Das sollte passen, ja. Ja, ja, das ist auch mehr als genug drauf frei. So. Einfach nur, um sicher zu gehen. Probieren wir es. Okay, der ist zu links. Das macht aber nichts. Aber das macht nichts, genau, da ist Platz. Genau. Oh, das ist so schrecklich. Da. Wo ist er? Hast du ihn gesehen? Ja, ja, direkt gerade runter, ganz gerade runtergefallen von den Bäumen. Meine Güte, also die Hälfte hast du schon geschafft von dem Paar 3. Das ist unfassbar. Es ist echt schrecklich. Ja, Freunde des guten Golfs, ihr habt es gesehen. Der Ball ging dann mal locker einfach links hier in diesem Baum hier. Ist an der Abwehrkette gebremst worden. Er ist an Franz Beckenbauer gescheitert hier.
ist auch etwas links, aber der sollte noch gehen. Ja. Der ist drauf. Ich muss sagen, du kannst zumindest schon mal putten. Ja. Ja, in der Tat. Ich kann schon mal putten. Ist das hier mit das größte Grün, oder? Das kann sein, ja. Das ist wirklich ein Riesending. Na gut. Also, dicht dran. Auch der war wieder zu ängstlich. Ja. Jedes Mal der gleiche Mist. Das jetzt. Haben wir jetzt leider schon den dritten Schlag hier. Nee, der war nicht das, was ich wollte, aber der hat eine Chance. Besser als meiner. Ja. Na gut. Könntest du dir vorstellen, die Fahne zu bedienen? Ich kann mir so ziemlich alles vorstellen. Ja, das ist super. Ich hatte kurzzeitig Angst. Ja, habe ich gesehen. Hast du schon gesehen? Sehr schön. So, zum Teilen muss ich den reinmachen. Ja. Knie knacken schon. Ja, 1,50 Meter. Ein Meter. Ja, 1 Meter ungefähr. Safe, jawohl, drin, geteilt. Alles quer auf die 18. Alles quer auf die 18. Es bleibt weiterhin sehr spannend, Olaf. Das ist sehr schön. Ja. Ich finde das gut. Ja, ich auch. Die würde ich hier jetzt auch nehmen. Wollen wir einfach aufschreiben und sagen, alles quer? Finde ich total super. Es kommt auch sehr authentisch auf den Kanal. Auf ein paar 5, ne? 515 Meter Vermessung ist da vorne. Dann haben wir jetzt das längste Loch zum Schluss. 530 Meter, sagt er mir. Yay. Okay. Ja, da hast du auf jeden Fall schon mal einen guten Start hingelegt. Die ersten Meter haben wir. Oh, look. Willst du noch mal einen schlagen? Nein, nein, nein. Okay. So, manchmal hat es auch was Gutes, wenn die Kamera versagt. Mein Drive ist nicht aufgezeichnet worden. Ich kann euch sagen, er ist keine 100 Meter weit. Aber Positives zu vermerken, er ist ganz knapp hinter den Damenabschlag gegangen. Ich mag ihn auch. Das war knapp. Das war knapp. So. Da ihr das Drama ja gerade nicht gesehen habt, aber es waren tatsächlich 77 Meter. Ihr steht auf dem Damenabschlag gerade mit Olaf zusammen und ich bin 5 Meter davor. So, also ins Spiel bringen ist die Devise. Ja, das ist gelungen, bin ich zufrieden. Er war nicht satt getroffen, aber er ist zumindest Mitte Fairway. Er ist da. Es ist alles gut. Ja, hier geht es ja jetzt wohl weislich auch für dich als Longhitter, Olaf, erstmal nur darum, glaube ich, vorzulegen, oder? Weil es sind nur 353 Meter. Ich höre jetzt wirklich ganz viele Leute lachen. Weißt du, solange wir immer noch über unser Golfspiel lachen können, ist das alles gut. Alles andere macht keinen Sinn. Nein. Weinen überlassen wir den Profis. Ja, genau. So, 5er Holz einfach irgendwie nach vorne. In etwa so. Das war gut. Ja. Ja, sehr gut. Alles gut. Da sollte er hin. Da sollte er hin, der war gut. Bitte, lieber Gott, nicht. Ja, das wird jetzt wohl... Du warst noch nie im Bunker auf deinem Kanal, ne? Heute nicht, ne? Nee, nee. So. Und immer noch 237 Meter. So, wir nehmen das 9er Eisen, um hier aus diesem Bunker rauszuspielen. Ball auf dem hinteren Fuß. Ja, von euch aus gesehen vorderen. Oh, trotzdem noch die Kante erwischt. Jo, Wahnsinn. Ja, ich habe den sehr stark geloftet. Ja. Weil ich sehr stark nach vorne gegangen bin. Aber ist alles gut.
Ja. Alles in Ordnung. Er hat Meter gemacht. Ja, ja. Fairway Bunker ist sowieso immer ein bisschen Abenteuer. Ist auch schön für deine Fans übrigens jetzt mal deine Hakentechnik. Finde ich auch. Meine Hakentechnik ist aber auch schon legendär auf meinem Kanal. Ja, ja. Das nehme ich übrigens sehr genau. Ich sollte die Kamera vielleicht mitnehmen. So, nochmals Fünferholz. Ja, nicht dahin. Der ist nach rechts. Der ist nach rechts rausgekommen. Okay. Ich kann das auf meine Entfernung mit meinen Augen nicht mehr sehen bei diesen Bedingungen hier. Oh Mann. Leider nicht. Ich muss noch einen spielen. Ist so. Nicht getroffen. Da ja, ist eigentlich Platz, aber... Ja, ich mache trotzdem mal zur Sicherheit noch einen. Der wird nicht ganz reichen. Nee, der ist zu kurz. Ja. Und die Richtung sah gut aus. Ja, ja, die Richtung war auch nicht schlecht. Also ich sag mal, aus der Entfernung habe ich auch noch nie gelocht, aber passieren. Ich hab tatsächlich mal aus 120 Meter einen Schlag erstmal wirklich reingefahren. Das habe ich wirklich geschafft. Das finde ich ja das Schöne. Also eine der schönen Sachen am Golf, es kann passieren. Es ist möglich. Das ist nicht wahrscheinlich, aber es kann passieren. Aber es ist drin, ja, richtig. Für Sekundenweltklasse. Genau, für Sekundenweltspitze. 95 Meter hast du? Ja, ich lag einen Meter vor dir. Ja. Aber weil ich mich nicht vernünftig drehe, habe ich trotzdem 9er Eisen in die Hand, das eigentlich für 110 ist. Ne? Also haben wir schon gelernt, dass es kürzer geht. Also der Plan wäre jetzt Mitte grün. Fahne ignorieren, Mitte grün. Der ist zu kurz. Der ist aber drauf. Weil er fett war. Nee, ist er nicht. Auch nicht. Kann ich noch chippen. So. Ein paar Chip. Ja. Ah, viel zu kurz. Oh. Junge, Junge. Machst du mir die Tür noch mal auf? Ja, natürlich. Ja, sicher. So, ich mache jetzt meinen 7. Und du liegst da mit dem 5. Ich kann markieren. Ja. Also du spielst sie echt gut. Ah, zu kurz. Ja. Also ich komme mit dem Chipper gut zurecht, der hilft mir wirklich. Ja. So, Olaf, du, ich muss meinen, glaube ich, wegnehmen da. Ja, also eigentlich darf ich ihn nicht treffen. Ja, aber der ist ja im Spiel. Das ist ja, ja. Ist ja doof. Aber nochmal bedienen wäre nett. Soll ich bedienen? Das wäre. Oder rausnehmen geht auch, aber bedienen fände ich persönlich besser. Das ist irgendwie mir angenehmer auf die Entfernung. Klar. Oh, Junge, der bleibt ja gerade. Wieso bleibt der gerade? Ich kann es dir nicht sagen. Ich habe da ein deutliches Break nach rechts gesehen. Wie hätte ich jetzt eigentlich auch gedacht. Gut. Das ist ja ein Ding. Das bedeutet, du hast jetzt 6. Ich patte zur 8. Ja. Das heißt, wenn ich den reinmache und du den nicht reinmachst, dann teilen wir das sogar noch. Ja, genau. Na gut, machen doch einfach rein. Ja, klar, das ist ja das Ziel. Das ist ja erstmal der schwierige Teil. Das ist das Ziel. Den Rest hast du dann nicht mehr in der Hand. Nee, den Rest, aber ich traue dir den da auch zu, so ist es nicht. Mhm. Oh. Ganz knapp. Schade. Schade. Er hatte es verdient. Aber 2-9. Positiv denken, nicht zweistellig. Nein. Ja, super. Ja, aber du machst den solide rein. Es ist mir eine Ehre gewesen und ein Riesenspaß. Ja. Olaf, Dankeschön. Ja, hat mega Spaß gemacht. So, ihr Lieben, ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Am Ende hat Olaf mich ganz knapp 3-2 besiegt. Ich danke dir für die Runde. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Ja, mir auch. Das Golfspielen war sicherlich heute eher schwierig. Die Temperaturen waren niedrig, es war windig, zum Teil es war nass, die Grüns waren nass. Das ist tatsächlich das Schwierigste, fand ich. Das Tempo dosieren. Genau, das war wirklich schwierig. Ich fand, in Anbetracht der Tatsache der Bedingungen war es noch
akzeptabel, was wir gespielt haben. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Genau. Wir hatten auf jeden Fall Spaß. Ich zumindest hatte sehr viel Spaß. Ich auch. Wie gesagt, die ersten 9 oder das erste Matchplay, das könnt ihr euch auf Heidegolfer von Olaf auf dem YouTube-Kanal angucken. Ich verlinke euch das, wie gesagt, ja auch nochmal. Und ja, liken, abonnieren und alles Mögliche und das auf beiden Kanälen, wenn es irgendwie geht. Und kommentiert, ob euch das Spaß gemacht hat, ob wir das wiederholen sollen oder ob ihr sagt, Leute, lasst das sein. Also, in diesem Sinne. Genau. Bis dann. Ja, wie ihr es von mir gewohnt seid, zeige ich euch natürlich auch immer so ein bisschen das Drumherum noch. Hier jetzt aus dem Golfclub in Burgdorf. Ja, das Wetter ist halt, wie ihr das schon gesehen habt, die ganze Zeit natürlich nicht schön. Da haben der liebe Olaf und ich ein bisschen Pech gehabt mit dem Regen. Aber das ist ja zumindest mal der Eingang zum Clubhaus und zum Büro des Burgdorfer Golf Club. Der Burgdorfer Golf Club verfügt über eine ausgesprochen erfolgreiche Seniorenmannschaft, Damen-Herren-Mannschaft. Also ich glaube sogar eine der Mannschaften spielt, glaube ich, sogar zweite Bundesliga oder so in der Richtung. Also richtig toll. Ich nehme euch jetzt mal hier vom Parkplatz, vom Eingang, wenn man hierher kommt. Da hinten her und da hinten seht ihr dann auch noch so ein bisschen Kurzplatz, Trainingsbereich. Ich nehme euch jetzt aber mal hier im Nieselregen mit auf die Driving Range. Die Driving Range ist, ja, ich würde mal sagen, ich tippe, sie ist so um die 250 Meter lang, würde ich mal sagen, so ungefähr. Das heißt, jeder normal spielende Golfer sollte nicht bis in den Wald da hinten kommen. Gut, der eine oder andere besser talentierte eventuell dann doch. Man sieht, es darf vom Naturrasen abgeschlagen werden, wenn es dann mal nicht regnet. Wir sind Mitte Oktober und ansonsten aber hier auch von der Matte. Und ich kann jetzt nicht weiter vorgehen. Da vorne wird gerade trainiert. Der Club Pro trainiert gerade hier mit seinen Golfschülern. Das Thema Ballautomat, wie immer und je und je. Hier ist es so, dass man im Sekretariat sich praktisch einen Token holen muss, den man dann hier bzw. eine Karte dann an den Ballautomat hält und dann ja, gibt es die üblichen, ich schätze mal so um die 25 Bälle. Wir sind hier unten jetzt mal ganz alleine. Das ist dann jetzt der Bereich der Herrenumkleide. Das ist dann tatsächlich über jeden Zweifel erhaben. Und alles sehr geräumig und super, super sauber. Also das genügt hier wirklich besten Ansprüchen. Das Übliche, was man kennt, natürlich Handtücher sind da. Und auch Duschen hier in dem Fall als Einzelkabinen. Also alles wirklich vorbildlich. Hier nochmal Handtücher.